Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute werden wir gemeinsam einen sogenannten Fidget Spinner bauen. Yoshi hatte letztens schon einen aus Lego gebaut, heute bauen wir einen aus Kugellagern. Was ihr dafür braucht und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Für unseren selbstgemachten Fidget Spinner brauchen wir eigentlich nur zweierlei Dinge. Einmal Kugellager, die habe ich jetzt einfach aus meinem alten Skateboard rausgeholt. In jeder Rolle sind zwei Kugellager drin, deshalb habe ich zwei Rollen quasi entkernt und daraus diese vier Kugellager gewonnen. Und dann haben wir hier noch eine Heißklebepistole. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Kleber nehmen, der sollte allerdings Metall kleben können. Was ihr auf jeden Fall bei euren Kugellagern testen solltet, ist, ob sie noch richtig rund laufen. Dieses Kugellager zum Beispiel hier ist ausgeschlagen. Wie gesagt, die sind aus einem alten Skateboard. Das eignet sich auf jeden Fall nicht für den mittleren Teil des Spinners. Die anderen drei laufen alle noch rund. Ihr seht hier die Kugeln, die hier in den Kugellagern enthalten sind. Da war vorher so eine Abdeckung drauf, aber die lässt sich zum Beispiel mit einem Schraubenzieher ganz einfach abmachen. Die ist aus Gummi und wenn man die abgemacht hat, dann kann man die Kugeln darunter richtig schön sehen. Ist natürlich auch ein toller Effekt für unseren Fidget Spinner, deshalb nehme ich jetzt diesen Gummiring einfach hier ab. Als nächstes ordnen wir unsere Kugellager richtig an. So ein Spinner hat ja eine bestimmte Form. Ich muss jetzt nochmal schauen, welches das Kugellager ist, was auf jeden Fall nicht in die Mitte soll. Wenn sich das nicht so schön dreht, dann hat es in der Mitte des Spinners nichts zu suchen. So, unsere Heißklebepistole ist jetzt schon heiß gelaufen, deshalb kann ich sie direkt verwenden. Und wir kleben jetzt mal ein Kugellager schon mal fest. Ich habe jetzt hier blauen Glitzerkleber, das ist eigentlich egal, was für eine Farbe. Hauptsache, das Ganze hält gut zusammen. So, unser selbstgemachter Fidget Spinner aus Kugellagern aus dem Skateboard ist jetzt fertig. So schaut er aus. Man könnte noch mit dem blauen Glitzerkleber hier ringsherum gehen. Dann hätte man ein richtig cooles Glitzer-Metallic-Design erzeugt. Ich finde es auf jeden Fall super cool. Jetzt schauen wir mal, wie der sich dreht. Und das sieht echt super cool aus. Durch die Kugellager da drin hat es nochmal einen ganz anderen Effekt. Und ich finde es wirklich sehr, sehr beruhigend. So viel zu dem selbstgemachten Fidget Spinner aus Kugellagern. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr weitere Fidget Spinner sehen möchtet hier auf dem Kanal. Und ob ihr vielleicht selber schon einen Fidget Spinner habt. Die kann man ja auch kaufen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Ich werde hier noch ein bisschen rumspielen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!